Jo, hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns mal an, welcher Agent als nächstes kommen wird. Endlich mal wieder ein Leaks-Video, beziehungsweise ist es nur so ein halbes Leak-Video, weil es eigentlich indirekt schon von Valorant bestätigt wurde, welcher Agent da als nächstes kommen wird. Wir schauen uns aber auch mal an, welche Fähigkeiten er vielleicht haben wird, in welche Richtung es gehen wird. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne dran. Also es ist ja ein bisschen komisch, dass jetzt kurz nachdem schon überhaupt ein neuer Agent hinzugefügt wurde, direkt der nächste irgendwie angeteasert wird oder bestätigt wird. Wir haben ja erst vor kurzem jetzt mit dem Release Rainer bekommen und das ist gerade mal nicht mal eine Woche her und schon haben wir den Teaser für den nächsten Agenten. Was man aber wissen muss, ist, dass es eigentlich ursprünglich geplant war, dass es 12 Agenten zum Release geben wird. Das heißt, 2 neue Agenten zum Release. Einmal Rainer und nochmal einen weiteren. Es wurde nur relativ spontan sich dazu entschieden, dass es doch nur einen neuen Agenten gibt. Warum genau, wurde leider nicht gesagt. Es liegt vermutlich daran, dass es Balancing-Probleme gab oder sie noch nicht 100% zufrieden waren mit den Fähigkeiten oder vielleicht irgendwelche Bugs es gab, die man auf irgendwelchen Maps noch ausbessern musste für halt den Agenten. Also es kann verschiedene Gründe geben, aber es waren geplant, zwei neue Agenten kommen. Aber wir haben halt nur einen bekommen. Das Ding ist, es wird öfter mal an verschiedene Agenten entwickelt und wir verwenden hier unter anderem auch Leaks. Das heißt, Sachen, die in den Spieldateien gefunden wurden. Das heißt, es ist nichts unbedingt Bestätigtes, weil öfters mal sind da Sachen drin, an denen die entwickelt haben, an denen die gearbeitet haben, aber dann doch wieder verworfen haben, weil es einfach nicht gepasst hat. Das heißt, es muss nicht unbedingt stimmen, was da gefunden wird. Und es muss auch nicht immer alles kommen, was da gefunden wird. Das hat man schon an manchen Agenten gesehen. Da hat wohl noch andere Agenten schon geleakt, die es jetzt aber vermutlich niemals geben wird. Bei dem, was wir jetzt aber uns anschauen, bin ich mir ziemlich sicher, dass es kommen wird. Und das zeige ich jetzt auch euch gleich, warum. Also als erstes wurde in den Spieldateien schon relativ früh Voice Lines gefunden von bereits vorhandenen Agenten, die sich auf den sogenannten Killjoy bzw. Bombshell beziehen. Was man wissen muss, die ganzen Agenten haben verschiedene Namen. Also es gibt einmal so einen Entwicklername und dann nochmal einen Namen, den man dann halt sozusagen, wo man unter ihnen halt kennt dann in-game. Zum Beispiel Sage, Raze und so weiter und so fort. Alle diese Charaktere haben auch einen Entwicklernamen, weshalb es öfters mal ein bisschen verwirrend ist, wenn man in den Spieldateien guckt und dann da einen anderen Namen liest, den man eigentlich gar nicht kennt und welcher wer dann ist, muss man auch erstmal herausfinden. Aber ja, wir schauen uns jetzt heute Bombshell an, aka Killjoy. Killjoy ist wahrscheinlich der Entwicklername und Bombshell dann der Name, den wir dann in-game haben werden. Zum Beispiel war das auch bei Rainer so, den wir jetzt neuerdings bekommen haben. Da war der Entwicklername Vampire oder Necro, heißt jetzt aber in-game Rainer. Es kann sein, dass vielleicht auch nochmal ein anderer Name kommt, jetzt hier zu Bombshell und Killjoy, dass wir den dann unter einem anderen Namen kennen. Aber das sind zumindest die zwei Namen, die zueinander passen und vermutlich derselbe Agent sind. Aber jetzt erstmal die vorhandenen Voice Lines. Alright, I take back what I said about those bots. And your height. In those dumb pants. Little engineer, I borrowed one of your transmitters for my camera. I'll pay you back. Probably. You and me, Bombshell. Let's knock him out. Bombshell! Together again and we're not even breaking the law. Who'd have guessed? Es gibt zwei, beziehungsweise ein Problem. Alle Agenten in Valorant sind ja gleich groß. Das hat Balancing-Gründe, sozusagen, dass man immer weiß, auf welcher Höhe der Kopf ist und man keinen Vorteil hat durch eine kleinere oder größere Hitbox, je nachdem welchen Agent man pickt. Jetzt kann es natürlich sein, dass dieser Agent ursprünglich gedacht war als ein kleiner Agent, sich aber dann dagegen entschieden wurde aus Grund von Balancing-Problemen. Es könnte aber auch sein, dadurch, dass es ein Entwickler ist oder beziehungsweise ein Mechaniker, dass er vielleicht klein ist, aber in einem Roboter steckt. Warum ich das denke, schauen wir uns jetzt mal an, weil, wie ich es schon mir gedacht habe, als ich das Video zum Battle Pass gemacht habe, da habe ich ja auch war ich ein bisschen skeptisch so über diese eine Player-Card, und zwar die hier, weil da ja vertraulich draufsteht und so ein bisschen was wegmarkiert ist, und da meinte ich schon so, ist das ein Teaser oder so für irgendwas, was da kommen wird? Zu dem Zeitpunkt wusste ich es aber noch nicht. Ich habe mir sowas in die Richtung gedacht, aber ich wollte ja jetzt auch nichts Falsches irgendwie sagen. Und wir sehen hier ein Roboter. Und oben drüber steht vertraulich. Ich dachte erst, das wäre übersetzt.
Aber, wie es sich herausgestellt hat, heißt es überall vertraulich. Also egal, auf welcher Sprache man das Spiel spielt, es steht immer vertraulich da. Und offensichtlicherweise ist das ein deutsches Wort. Und deshalb verstehen das auch nur Deutsche und keine Ausländer verstehen überhaupt, was da draufsteht. Darum ist es jetzt für Deutsche vielleicht noch ein bisschen einfacher zu erkennen, dass das ein Teaser sein soll. Auf jeden Fall ist das ein Hinweis darauf, dass es vermutlich sich auch um einen Deutschen handeln wird. Also die Baumstelle wird vermutlich ein deutscher Mechaniker sein. Und wir sehen auf den weiteren Bildern hier, dass dies eventuell seine Fähigkeiten sein werden. Wir sehen da nochmal so einen kleinen Roboter. Ich kann mir vorstellen, dass das sowas ist wie so zum Beispiel der Roboter von Race. Sowas in der Richtung. Und rechts daneben sehen wir auch nochmal, ja, nochmal was Kleineres, so eine kleine Box. Und ich habe so eine Vermutung, aber da lehne ich jetzt mich jetzt weit aus dem Fenster, ich habe keine Ahnung. Und zwar wurde vor Ewigkeiten auch mal in den Spieldateien ein weiteres Bild oder ein kleines Animationsvideo entdeckt von einer Fähigkeit von ihm. Dadurch, dass das jetzt so lange her ist, kann es aber gut sein, dass die auch überarbeitet wurde. Und es handelt sich hierbei um eine Drohne. Bei dem Video hier erkennt man es ein bisschen besser als jetzt bei dem einzelnen Foto. Vielleicht sind das auch verschiedene Fähigkeiten, kann auch gut sein. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das jetzt einfach die überarbeitete Version ist. Und zwar wurden halt diese kleinen Drohnen hier gefunden, beziehungsweise die eine Drohne. Player IGN, der halt auch den Leak hier gemacht hat, beziehungsweise diese Spieldateien gefunden hat, geht davon aus, aufgrund von den Soundeffekten, dass das nicht nur eine Drohne sein wird, sondern eventuell mehrere, vielleicht mehrere hundert, wie so ein Bienenschwarm zum Beispiel. Der einen zum Beispiel dann angreift oder so, irgendwie sowas in der Richtung, aufgrund der Sounddatei. Außerdem wurde noch ein weiteres Bild sozusagen gefunden, wo ich jetzt auch mal davon ausgehen würde, dass das halt die Ult darstellen soll. Weiterhin wurden halt noch so Stromeffekte oder so Blitzeffekte, irgendwie sowas in der Richtung gefunden, weshalb man halt darauf schließen kann, dass er irgendwas mit Elektrizität zu tun hat. Macht ja Sinn, wenn er Mechaniker ist. Player IGN sagt, dass das aussieht wie ein Hammer und eventuell eher so einen Stromhammer haben könnte, dass das seine Ulti ist. Könnte ich mir jetzt auch vorstellen, also kann gut sein. Aber dafür hat man jetzt ehrlich gesagt noch nicht wirklich viele Anhaltspunkte, um da jetzt groß auf seine Ulti schließen zu können. Ist auf jeden Fall aber eine Möglichkeit, die man in Betracht ziehen könnte. Aber was man auf jeden Fall weiß, ist, dass der Agent kommen wird. Ziemlich sicher. Aufgrund dieses Teasers halt von Valorant selbst im Battle Pass. Im Battle Pass kann jeder nachschauen, ist dieser Spielerbanner zu finden und vertraulich. Also es wird vermutlich relativ bald, denke ich mal, sogar kommen. Weil sonst wird es keinen Sinn machen, dass jetzt schon der Banner da drin ist. Es wurde auch schon angekündigt, dass es im Sommer noch ein weiteres großes Content-Update geben soll, wo nochmal ein bisschen was hinzukommt. Danach wollen sie erstmal Pause machen ein bisschen, nochmal ein bisschen entspannen, bis es dann wieder weitergeht. Aber ein großes Content-Update wird uns wohl noch erwarten. Ich hoffe sehr, dass dann auch Deathmatch kommt, der Modus. Wurde auch schon mittlerweile bestätigt, Deathmatch kommt. Setzen sie sich gerade an ein System dran, um das gut zu entwickeln, beziehungsweise ein gutes System hinter zu haben. Und dann werden wir endlich auch ein bisschen Deathmatch spielen können. Ich glaube, darauf warten sehr, sehr viele Leute. Und wird auch hier auf jeden Fall vielen helfen, um ein bisschen besser in das Spiel reinzukommen. Aber ja, das war es soweit mit Bombshell und mit seinen Fähigkeiten. Das wird vermutlich der nächste Agent sein, der kommen wird. Er wird halt irgendwie was mit Robotern zu tun haben und eventuell selbst in einem Roboter drin sitzen. Fände ich interessant, weil wir haben noch keinen. Bis jetzt haben wir nur normale Agenten, sag ich mal, in menschlicher Form. Interessant wäre dann auch, weil dieser Bombshell dann wahrscheinlich andere Schritte oder Schritt-Sounds haben würde. Von daher bin ich sehr gespannt, was da auf uns zukommen wird. Ihr könnt ja gerne mal eure Theorie in die Kommentare schreiben, was so die Fähigkeiten können werden. Ich gehe mal stark von aus, dass dieser Roboter kommen wird und diese Bienenschwarm oder was auch immer das rechts da sein soll. Vielleicht auch nur eine einzelne Drohne, die über die Map fliegt. Kann auch gut sein, dass einfach man so eine Drohne über die Map schicken kann, die halt so spottet. Oder die vielleicht einfach automatisch fliegt, weil zum Beispiel Sova hat ja schon eine Drohne, die man selbst fliegen kann. Ich schätze mal, dass die Drohne, falls es so eine Drohne sein wird, dann eventuell automatisch oder von alleine über die Map fliegt. Ich denke mal, jeder Agent wird eine andere Fähigkeit haben und die werden sich sehr, sehr selten bis gar nicht überschneiden. Ja, also wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Valorant-Videos haben wollt, dann abonniert sehr, sehr gerne den Kanal. Ich wäre euch sehr, sehr dankbar. Und dann sehen wir uns im nächsten Video hoffentlich. Bis dahin, macht's gut und ciao!